Susu und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4. Ihr seht, wir sind in der Weltensammlung. Ja, keine Ahnung. Ich habe mich schlussendlich doch entschieden, vorsichtshalber für Montag vorzudrehen, weil ich Sonntag doch recht spät nach Hause komme. Ich komme erst um kurz vor eins, also nachts, also quasi ich komme Montagmorgens erst wieder in Hamburg an, und bevor ich es nicht schaffe, aus dem Bett zu kommen morgens und die Folge zu drehen, und weil ich es abends auch nicht schaffe, weil ich dann vermutlich einfach kaputt bin, habe ich mich jetzt entschlossen, mit euch doch noch die Folge vorzudrehen für Montag oder für euch vorzudrehen. Anders wird es aussehen mit den anderen Spielen, die ich euch zeigen werde. Seid gespannt auf jeden Fall und schaut nachher auf jeden Fall vorbei, denn es kommt ein neues Projekt. Und ich kann euch sagen, das ist awesome. Awesome. Luft anhalten, kann ich nur sagen. Luft anhalten. Okay, aber mehr verrate ich noch nicht. Schaut auf jeden Fall nachher vorbei. Das wird, glaube ich, ganz nett. So, wir wollen in den Mushroom Meadow und wir wollen die Hochzeitsecke noch ein bisschen verbessern. Wir wollen noch alles ein bisschen mehr heiratstauglich machen. Ich war da nämlich schon mal gucken irgendwann im privaten Sim-Modus, einfach um zu wissen, was mich da erwartet. Ob da irgendwas gibt, was es halt nicht gibt. So, also ich muss ja sagen, dieser Park ist ja wohl toll. Und wir haben hier schon die ganzen Lichterketten und so. Also wir brauchen gar nicht mehr so viel. Ich habe mich aber trotzdem entschlossen, wir machen heute einfach mal, ja, ne, wie sage ich das, eine Baufolge draus. Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, wir könnten hier noch ein paar Tische hinstellen draußen. Dann wäre es tatsächlich auch möglich, draußen zu essen. Also wir müssen nicht drinnen essen. Also dann bauen wir hier so eine kleine Buffet-Ecke auf. Das hier finde ich eigentlich alles schon recht okay. Ich würde vielleicht hier links und rechts noch einen Baum hinsetzen. Das mache ich jetzt auch mal rasch. Oh Gott, Bäume. Aber erstmal müssen wir unseren guten Sheet mit String, mit STRG Shift C und dann bb.moveObject on, damit wir die Bäume auch frei verschieben können und auch hier mitten in die Blume stellen können. Sieht ja sonst doch ein bisschen langweilig aus. Also den Baum finde ich auf jeden Fall ganz schön. Und das darf, da darf natürlich kein rosa Baum finden, aber der passt hier nicht hin. Deswegen, okay. Der Baum passt hier jetzt auch nicht wirklich hin. Dann nehmen wir hier, dann nehmen wir die schönen, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Ich habe vergessen, wie man sie diesen Baum nennt. Ich platziere ihn hier auf jeden Fall und mit dem Feuerwerk. Oh, das sieht toll aus. Also das wird richtig toll, wenn Vanessa hier heiratet. Oh, ich freue mich schon so. Oh mein Gott. Freut ihr euch auch schon so? Also ich bin... Also sie sind jetzt ja verlobt seit der letzten Folge. Wir müssen ja eigentlich... Müssen wir hier so ein bisschen Erde. Ich baue einfach mal so ein bisschen und ihr könnt mir ja sagen, was ihr davon haltet. Wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann... Oh Gott, unter den Stühlen muss es ja ein bisschen schlammiger sein, weil die sind ja... da sitzen ja oft Leute und die Stühle stehen da sehr oft und so. Und dann, ja. Okay, ist nicht mehr symmetrisch hier. Also auf jeden Fall. Ja, ich habe voraufgenommen für heute noch. Tut mir sehr leid. Wollte ich nicht. Wirklich, ich wollte es wirklich nicht. Deswegen kann ich euch auch noch nicht das neue Accessoire-Pack zeigen. Allerdings, dafür ist auch schon was geplant. Also, ich werde richtig Stress haben Montag und werde noch zwei, drei Sachen machen müssen oder so. Also, es wird richtig stressig. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen. So, was wollte ich noch machen? Ich wollte hier noch ein paar Tische hinzufügen, weil mir hier ein paar wenig Tische sind. Ja... Wir kopieren jetzt einfach den Tisch hier und stellen noch ein paar Tische davon hin. Und zack. Also vielleicht da so eher, weil, ja, wenn die da tanzen wollen vielleicht. So,
Und hopp, 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 hopp. Da auch noch einen dritten Stuhl und hier noch zwei. So, jetzt müssten wir genug Stühle haben. Das freut mich. Die Küche ist auch in Ordnung. Ich stelle hier mal so ein bisschen was um. So, Küchenmesser dahin. Das Streuding machen wir weg. Ich überlege gerade, haben wir irgendwas vergessen? Naja, wir brauchen einen Kleinkindstuhl. Man weiß ja nie, ob es irgendein Kleinkind gibt. Das machen wir da einfach mal hin. Also wir machen hier so ein bisschen groben Kram, den sonst keiner machen würde, wenn wir ihn nicht machen würden. Und ich würde gerne den Brunnen noch ändern, wenn ich die Möglichkeit habe. Es gibt ja diesen... Wir können einmal einen selbst machen, aber ich hatte jetzt eigentlich überlegt... Geht's da? Gibt es den hier oder ist der woanders? Der ist sehr schön. Der ist auch sehr schön. Also den können wir hier eigentlich auch voll gut hinstellen. Also den würde ich jetzt auch ganz gut finden. Aber ich wollte eigentlich den Wunschbrunnen hinstellen. Den gab es in die Sims 4 romantische Gartenaccessoires. Ja, doch, da war der drinne. Und der ist total riesig. Und ich weiß nicht, ob er passt. Und oh, ein Blumenbogen, den müssen wir hier hinsetzen. Oh, schön da vorne am besten. Da hier, wo es so ins Hochzeitsdingsel reingeht. Ins Hochzeitsdingsel. Okay, er spinnt ein bisschen. So. Und... Gott, ich müsste so viel hier platzieren. Das können wir... Oh, ich habe so viele Ideen. So. Aber, oh Gott, ich arbeite mit Filter, dann kann ich es nicht verfehlen. So, runter, runter, runter. So, auf jeden Fall, also Stand heute ist, wir haben den... Welchen haben wir heute? Also ich sage, ich habe voraufgenommen, weil ich es sonst vermutlich einfach nicht schaffe. Und damit ich euch auf jeden Fall eine Folge garantieren kann, habe ich das jetzt mal gemacht. Den finde ich auch schön. Also das ist ja dieser Gartenfreuden-Ding. Ja, vielleicht nicht in weiß, aber in grau. Finde ich, passt da eigentlich hier sehr schön hin. Und das könnten wir noch... Schaut euch das an. Das sieht doch... Das ist doch richtig hübsch. So. Jetzt stellen wir hier noch zwei, drei Bänke auf. Zwei, drei Bänke. Also noch ein paar Bänke halt, damit es nicht ganz so leer aussieht. Und dann passt das auch. Also wir machen hier nur ein bisschen Verschönerungsarbeit. Ich baue jetzt nicht direkt mit euch einen neuen Park, obwohl das eine Idee wäre. Das wäre auch noch eine Sache, die wir auf unsere Liste setzen können. Von Sachen, die wir zusammenbauen wollen. Ein Park. Ich habe da auch schon mal was im Singleplayer angefangen, aber ich finde, wir sollten, wenn wir das schon machen, was komplett Neues anfangen, denn ihr kennt ja gar nicht, was ich da schon gemacht habe und so. Und bevor ich da jetzt mit so einem halben Ding komme, ist es vielleicht besser, wenn wir dann komplett neu anfangen. So, das passt hier, das passt da auch super rein, aber ich weiß nicht. Also eigentlich finde ich, passt es total schön hier rein. Und andererseits denke ich mir so, okay, ein bisschen komisch. Lassen das einfach mal. Das finde ich eigentlich ganz schön. Eigentlich. Ich sag's für eigentlich. Okay. Lasst uns mal gucken, was wir hier noch alles machen können. Also wir können auf jeden Fall hier da anziehen. Zack. Und ich würde gerne mal wissen, wie war eure Woche so, also ja doch, eure Woche, Tage, die Zeit, die ihr halt hattet, was habt ihr so gemacht, wo ich weg war? Ich dachte, das erwähne ich jetzt mal, bevor ich es vergesse, schlussendlich. Ich werde bestimmt einen zauberhaften Aufenthalt in Köln gehabt haben und die Messe besucht haben und ich werde morgen bestimmt ganz viel erzählen können. Beziehungsweise in dem Video, was ich noch machen werde. Ja, so viel dazu. Ich sag ja, ich baue hier so ein bisschen, ich verschönere hier so ein bisschen, dass man einfach so ein bisschen noch, so ein bisschen. Ich mache einfach so ein bisschen das, was mir so gefällt und mir gefällt das eigentlich ganz gut. So, ja. Also von daher, ich bin immer für Kritik offen. Ich möchte einfach so, dass wir so ein bisschen was für die Hochzeit tun. So, Tische sind da.
Ich wollte noch was für Freiluftdings machen. Hier finde ich jetzt eigentlich ein guter Platz dafür, deswegen werde ich jetzt mal hier ein bisschen zack, zack, zack. Obwohl das so die perfekte Reihe ist eigentlich, wenn ich das jetzt hier total zerstöre, aber das passt. So, einmal geht's hier lang. Zack. So, und nee. Alt V. Nee, F. Ah, STRGF. So, jetzt hab ich's. Okay. So. Oh Gott. Nein. Rückgängig machen. Okay. So, jetzt haben wir es. Zack. Und wieder STRG und F. Und dann haben wir wieder unser Ganzes. So. Ich glaube, dann haben wir das jetzt. Ich hätte es vielleicht hier so machen sollen. Ja, da ist es besser. Dann mache ich das nochmal weg. Und dann hopp. Und nochmal STRGF. Zack, zack. Okay. So, dann haben wir unseren Platz für die Hochzeitsfeier. Also, das ist dann so der Essensbereich. Wisst ihr? So, ja. Essensbereich halt. Und dann machen wir das weg. Ich will so ein bisschen was Besonderes so. Das nicht jeder hat. Zack. Vielleicht so. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier machen soll. Ich glaube, es wird auch noch eine zweite Folge davon geben. Oh, es ist ein Herz. Ja, das ist schön. Okay, aber das wollte ich jetzt gar nicht machen, denn ich bin gerade am Überlegen, ob ich den ganzen Hochzeitsbereich hier einfach erweitern soll. Ich könnte ihn doch einfach erweitern und hier so. Ich mache das jetzt einfach. Okay. Ich habe keinen Plan, was ich hier gerade tue. Also, so. Und dann haben wir hier ein Buffet stehen. Vielleicht. Ja, ein Buffet. Okay, Moment. Zack. Ah. So. So. Dann haben wir da ein Buffet stehen. Und was färbe ich denn das? In Weiß? Das wird ja ein bisschen komisch aussehen. Dann machen wir das so. Da war da so ein Buffet-Tisch. Ich ziehe das mal zwei hier rüber. Oder einen hier rüber. Und zieht das dann auch mal einen rüber, das mal als schmaler und dann passt das wieder ein bisschen besser. Zack. Und dann haben wir jetzt hier unser Buffet. Ich weiß gar nicht, ob ich das Buffet nennen kann. Also unser Hochzeit halt. Unsere Hochzeit halt. Das klingt so richtig. Ich habe keinen Plan mäßig. So. Und vielleicht dann erweitern wir das nach hier um 2 und dann machen wir eine Kuppel dahin. So. Zack. So, und dann haben wir hier die Kuppel und es passt nicht. Das ist so dieser Moment, wenn du feststellst, es passt nicht. Das ist ein Problem. Und du denkst, okay, was mache ich jetzt? So. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also, mir gefällt die Idee. Ja, wir werden definitiv eine zweite Folge machen müssen, denn wir sind jetzt schon wieder fast bei 15 Minuten und uns fehlt hier irgendwie der Essensbereich noch für draußen. Okay, ich mache jetzt aber noch ein bisschen weiter. Okay, also wir brauchen einen Buffettisch. Gibt's in der Küche? Nee, den gibt's unter Essenstische. Und wie heißt der denn da? Wie heißt denn? Nee, der ist unter Essen. Und dann ist das so ein. Da! Ist es der? Oder ist es ein anderer? Ich überlege gerade. Ist er das? Doch, es ist ein anderer. Ich gehe mal hier auf Objekte, auf elektrische Geräte und ja, aber da ist er nicht. Gut, dann stellen wir den halt, ich kann den echt nicht da drauf stellen. Okay, dann werde ich nochmal mit dem Filter arbeiten, weil ich sonst
ewig danach suchen werde. Und das ist unter dem tollen... Wo ist denn das? Luxusparty. Nicht unter Deko, unter alles anzeigen. Und dann habe ich hier den Buffettisch. Und jetzt können wir tatsächlich auch da den Brunnen platzieren. Und haben... Also es sieht schon... Sieht schon toll aus. Also ich bin jetzt schon so. Auf jeden Fall. Und dann werden wir jetzt hier noch ein paar kleine Tische hinstellen und dann haben wir auch unsere Party. Ja. Ich überlege gerade, ob wir runde Tische hinstellen. Es gibt nur diese runden Tische mit Schirm oder den hier. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr den Tisch besser findet hier. Dann weiß ich nicht. Schreibt rein Tisch 1 in euren Kommentaren. Schreibt rein Tisch 1, dann werden wir den nehmen. Oder wir nehmen irgendwas Weißes. Oder vielleicht oh, in Lila. Oder wir nehmen den Tisch hier. Es muss nicht die Farbe sein, dann könnt ihr gerne die Farbe dazu schreiben. Aber dann nehmen wir den Tisch hier. Und vielleicht noch eine Variante. Schreibt also Tisch 1, Tisch 2 und gibt es noch einen Tisch 3, einen viereckigen vielleicht? Ja. Oh, den Tisch. Wow, den mag ich. Und das wäre Tisch 3. Ich werde jetzt erstmal Tisch 3 nehmen und ihr schreibt mir mal rein, was ihr am meisten mögt. Okay? So lassen wir das, glaube ich, mal. Dann haben wir so unser Mittelding erstmal gefunden. So, zack. Doch, und dann noch. Hier ein und ein letzten da. Und dann haben wir hier genug Tische erstmal. Und jetzt natürlich noch die Stühle aus Luxusparty. Und dann haben wir erstmal unser Bestes getan. Wir sind dann noch nicht ganz fertig. Oh, das ist der Hochzeitsstuhl. Ist den auch noch in Creme? Oh, den gibt es in Creme rosa. Nein, das ist ja süß. Oh, ich mag die Stühle. Sie sind mir zwar ein bisschen zu rosa, aber ich finde die total süß. So, wir stellen mal die ganzen Stühle hier jetzt noch auf. Oh, hopp, hopp. Oh. Damit unsere Sims auch genug Sitzplätze haben. Zack, zack. Und zack, 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 zack. So, also das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Dann haben wir hier so unseren Hochzeitsbereich. Aber irgendwie gefällt mir das mit dem Altar noch nicht. Vielleicht werden wir das auch nochmal neu machen, aber nicht mehr heute. Wir haben keine Zeit mehr. Oh Gott, wir sind schon wieder... Wir sind fast bei 20 Minuten. Oh je. Also, schreibt mir rein, welchen Tisch ihr haben wollt. Dann geht's morgen doch nochmal oder übermorgen, ich bin mir noch nicht sicher, mit einer Baufolge weiter. Denn wir wollen ja hier fertig werden. Und dann verabschiede ich mich erstmal von euch und freue mich morgen wieder... Endlich zu Hause zu sein, beziehungsweise heute Abend oder gestern Abend und morgen endlich wieder ein neues Video für euch rauszuhauen. Also, wir sehen uns. Ciao und bis morgen.